Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin heute Morgen in Twann gestartet. Ich habe heute noch Begleitung von einer guten Kollegin und ihrer Freundin. Ich bin unterwegs für in die Twannbachschlucht. So, nochmal einen Blick auf Twann. Und jetzt geht unser Wanderweg hier durch. Ganz romantisch. Die erste Treppe. Es ist so schön. Und es ist schade, dass heute Morgen Nebel ist. Und da hier unten der erste Wasserfall. Da ist jetzt der Anfang von der Schlucht. Die Herbstfarben. So schön. Und da hier kommt die erste Höhle zum Vorschein. Da kommt auch ab und zu Wasser raus. Heute hat die Schlucht nicht so viel Wasser. Geht doch da jetzt ziemlich bergauf, aber das macht gar nichts. Wir müssen ja nicht speeden, wir haben genügend Zeit. Dieser große Stein da drüben.
ist so schön da hoch. Es wird immer noch spektakulärer. Es ist einfach so schön. Und die Flut mit Moos überwachsen. Jetzt geht der Weg hier durch dieses Felsband. Wow, diese Treppe müssen wir jetzt hoch. Aber es ist einfach so schön. Diese Farben. Ein Blick Richtung See runter. Man sieht ihn zwar nicht von da.
eine fantastische Schlucht. Und sehr gut zum Machen. So, den obersten Teil von der Schlucht haben wir bereits erreicht. Schade. War jetzt ganz interessant. Wobei, es geht immer noch ein ganz wenig hoch. Sind wir hier auf einer Waldautobahn. Ja, leider haben wir heute einen Nebeltag erwischt. Bis jetzt sehen wir zwar zum Teil die Sonne, hier jetzt auch gerade wieder ein bisschen, aber so recht zum Vorschein will sie einfach noch nicht kommen. Schade. So, endlich kommt doch die Sonne ein bisschen zum Vorschein. Diese prachtvolle Farben. Wow. Aber es gibt schon gerade so eine andere Stimmung. Wenn die Sonne drin scheint, ja. So friedlich beim Weiden. Es ist so schön da oben. Und da, diese Seite, das Nebelmeer. Oh, ist das schön heute, da oben. Ein Nebelmeer über dem Mittelland. Ich habe nicht gedacht, dass wir noch so schönes Wetter haben. Und hier auf dieser Seite, diese Farben.
einen schönen großen Ameisenhaufen. Und zum Teil sind sie noch aktiv, gar noch mit Eier. Und von hier einen schönen Ausblick auf das Nebelmeer. Da hier, das ist so schön. Ein ganz schöner Weg. Schön am Hang entlang. Zum Teil mit grandioser Aussicht. Heute auf das Nebelmeer. Die tollen Farben. Was will man noch mehr? Oh, da vorne wurde uns wieder mal einen Baum auf den Weg gelegt. Wobei, das sieht nicht so schlimm aus, den zu überqueren. Wir sind am Ziel angelangt. Ein modernes Verwaltungsgebäude. Und wenn ich mich jetzt abdrehe, eine wunderschöne Aussicht da auf Biel runter. Da sieht man noch den Bieler See und da hinten die Schweizer Alpen. Wunderschön. So, wir drei sind am Ziel angelangt. Hat es euch aufgefallen? Ja, sehr gut. War ja schön. Von meiner Seite her war ein super schöner Tag. Eine sehr, sehr schöne Wanderung. Also weiterhin zum Empfehlen.
genau die App.